Was ist das denn für ein Bekloppter? Also ich bin immer wieder verwundert, wen ich hier treffe oder was ich hier sehe. Also im Grunde genommen, überall gibt es Leute, da bist du immer wieder verwundert, was die tun, wo die herkommen, was die machen. Ich bin immer wieder überrascht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Am besten ist dann vielleicht, wenn man die Person einfach mal anspricht, was sie hier macht. Und vor allen Dingen, nicht nur was sie hier macht, was sie da für ein besonderes Outfit hat. Mein Gott, hat da wieder so ein bekloppter Ausgang. Ich verstehe das einfach nicht. Die Bekloppten werden mehr, die Vernünftigen werden weniger. Aber das Beste ist, wenn man mit den Leuten kommuniziert, ins Gespräch kommt. Das ist das Allerbeste. Und von daher versuchen wir jetzt mal zu fragen, was sein Ziel ist, ne? Entschuldigung, hallo. Sie sind mir aufgefallen, weil Sie jetzt hier mit so einem besonderen Outfit rumlaufen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ist irgendwas passiert? Was meinen Sie jetzt damit? Oder wollen Sie nur ein Gespräch mehr aufzwingen? Ich bin nämlich ein bisschen im Stress. Ich bin unterwegs. Ich habe ein Ziel. Bin ich ziellos? Nee, ich meine, Sie hatten da so einen Schwimmreifen da um Kopf und so eine Mütze an. Das hat alles seine Gründe, oder? Meinen Sie nicht auch? Jetzt mal Spaß. Ich habe früher mal ein Boot gehabt und dann habe ich irgendwann aufgehört. Und dann habe ich mir nachher mein Boot abgegeben und dann habe ich dann nur noch kleine Modellboote mir bestellt und gekauft öfters Sachen bestellt und ja, alles dauert so lange mittlerweile und ich habe keine Lust, immer so lange auf die Sachen zu warten, die ich mir im Internet bestelle. Darum gehe ich der ganzen Sache ein bisschen entgegen. Moment, stopp. Also erstmal, wohin geht's jetzt? Also wohin jetzt? Ich sage ganz ehrlich, ich will ans Meer, ich will ans Wasser. Ans Wasser? Ich habe gehört, in der Richtung geht es so nach, wie heißt der, Niederland oder Holland? Holland ist auch eine gute Idee, vor allen Dingen, weil dann sind sie auch hier aus dem Dorf wieder raus. Aber es ist ein anderes Thema. Zum Wasser wollen sie, zum Wasser. Mich hat bis jetzt jeder gemocht im Dorf, egal wo ich war, wo ich durchgegangen bin. Ich bin schon lange unterwegs. Ja, okay. Und zum Wasser habe ich das jetzt richtig verstanden. Ich will das nur mal zusammenfassen. Sie wollen zum Wasser, weil im Endeffekt sie Sachen nicht bekommen oder die Lieferzeit zu lang ist. Ja, genau. Ich will selber nach. Mal gucken, ich habe einige Sachen kommen aus Japan oder aus China und ich will irgendwie dahin. Ich habe sogar Nordsee. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin. Nordsee, Ostsee, Nord-Ostsee-Kanal. Der verbindet beides. Irgendwie komme ich da schon aufs weite große Meer. Ich will da hinten hin, ich hole mir die Sachen jetzt selber ab. Fertig. Ich habe keinen Bock mehr auf die Warterei. Verstehen Sie? Was ich gut finde, muss ich sagen, einfach jemand, der mal macht. Weil wir können uns ja nicht immer nur beschweren. Man kann sich die Sachen ja auch mal selber holen. Das ist richtig. Endlich mal einer, das kapiert. Sie fragen auch ein paar anständige Sachen. Das finde ich gut. Ja. Alles dabei. Glücksbringer, Beschwörer. Es wird alles funktionieren. Glauben Sie mir das. Ich bin schon viel rumgekommen in der Welt. Ja, okay. Ja, so. Sonst noch Fragen oder was? Nee, sonst habe ich eigentlich gar keine Fragen. Sonst brauchen Sie auch keine Hilfe oder irgendwas? Nee, ich brauche keine Hilfe. Ich bin gut angezogen, ne? Ist gerade ein bisschen warm, dann habe ich mal die Hose hochgekrempelt, ne? Die habe ich mir auch selber abgeholt. Aus Amerika. Die Strümpfe. Aus Amerika. Jawohl. Auch selber hingeschwommen oder was? Ja, ich will Ihnen natürlich genau sagen, wie ich jetzt genau, aber ich bin ganzes Teil bin ich da nach Amerika entgegengereist. Alles gut. Um an diese Strümpfe schnellstens dran zu kommen, ja? Das Wichtigste für mich jetzt an dieser Sache ist, immer Richtung Holland. Richtung Holland, immer dem Weg folgen und Sie kommen auf jeden Fall an, Hauptsache Richtung Holland. Das ist richtig so. Darf ich Ihnen noch ganz kurz was sagen? Ja. Zu dem Thema meine Strümpfe hier, ne? Ja. Vielleicht wissen Sie, seit früher, vor Jahren, die größten Automessen in Amerika in Detroit waren. Detroit. Ja. Und da kommen die Strümpfe her, von der Automesse aus Detroit. Aber das ist ja alles tot, ja. Ist ja kaputt, der Automarkt da hinten. Leider. Da hinten, Richtung Holland. Jawohl, machen Sie es gut, ne? Machen Sie es gut, ja. Ja, ich hab's verstanden, ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Wenn man dann jeden Tag auf solche Menschen trifft und im Endeffekt nicht weiß, hat da wieder irgendeine Klapse ausgegangen oder ist was passiert, dann ist man froh, wenn die Leute dann vielleicht weiterziehen. Ne? Und im Endeffekt, ich glaube, die Person einmal Richtung Wasser, einmal Richtung Holland, Hauptsache aus dem Dorf raus. Ich bin glücklich, mein Tag kann jetzt genauso weitergehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und verlasse euch mit dieser wunderschönen Aussicht und würde mich jetzt freuen, wenn ihr diesem schönen Kanal einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und vielleicht habt ihr auch noch Zeit und Lust für ein wunderschönes Kommentar. Liebe Grüße, sicherlich auch von Sieglinde Sorglos.